Ach, deswegen. Da ist der gute Jason. Müssen wir mal gucken, wer steht denn hier noch so rum? Kennt man denn überhaupt jemanden von den Leuten hier? Aber hier rennt sogar mal zum Beispiel gerade jemand mit einem Stufe 15 Equip rum. Hier ist das. Bumbalji. Das ist sozusagen die große nördliche Brücke hier. Im Discord ziehen. Achso, Jason, ich bin gerade gar nicht Discord, aber das kriegen wir hin. So, Mahlzeit. Guten Abend an alle. Also wie gesagt, ich höre dich ein bisschen gedumpft, weil, stumm, weil ich immer noch das, wie gesagt, auf dem linken Ohr bloß habe. Also wenn ich mal irgendwas nicht ganz so mitkriegen sollte, liegt es ein bisschen daran. Ich habe dich jetzt mal ein bisschen lauter gemacht im Discord. Ja, sonst schreie ich dich auch gerne an. Ah ne, ich mache dich einfach auf 200%, das sollte für heute erstmal reichen. Okay. So, also ihr macht hier so ein kleines PvP-Turnier gerade sozusagen, ja? Ja, anscheinend haben die das jetzt organisiert und dann darf jeder mal irgendwie fighten. Ja gut, was heißt jeder mal ein bisschen, ne? Theoretisch kannst du dich jetzt irgendwie an die Seite stellen und die Köpfe einhauen. Ja, die gucken halt, dass halbwegs gleich ist, ne? Weil du hast ja 500 HP, die haben 1200. Das ist halt schon ein bisschen anders. Ja. Nero ist hier, die haben halt das Drachen-Equip an, ne? Also das sagt er teilweise für Level 15 halt. Ja. Aber es ist ja erstmal, wir zeigen erstmal ein bisschen PvP hier. Warte mal, den können wir theoretisch doch aufheben, oder? Warte mal, kriege ich den hier ausgewählt? Doch, hier, guck mal. Aber hier, guck mal, hier sehen wir sogar mal die Heal-Animation vom Kleriker. Ich glaube, der stand ein bisschen ungünstig, der hat, glaube ich, einfach nur gerade den Damage abbekommen. In einem Fight sind drei Leute umgekippt auf einmal. Drei Leute, achso, weil sie. Aber warum ist der eine bloß rot markiert? Ist der später dazu gekommen? Weil hier ist auch einer rot. Der hat einen unehrenhaften Kill, glaube ich, gemacht, noch irgendwie irgendwo. Aber wir sind doch eigentlich alle jetzt PvP gefleckt. Also wir müssten doch eigentlich ohne Probleme jetzt auch. Ja, vorhin war aber einer noch weiß in der Schrift, ich weiß nicht. Ja, tatsächlich, weiß einer noch. Einer hat ja auch noch weiß, stimmt. Ja, du wolltest gerade sagen, der neben mir und der andere, dieser Kasan, hat auch weiß. Ich würde dir mal gerne Damage-Zahlen sehen, ne? Erstmal direkt looten. Na gut, so viel Equip dürften die ja nicht dabei haben. Die haben das, glaube ich, alle schon extra verkauft, damit das nicht hier drauf geht. Aber ich habe gesehen, die 2-Hand-Axt hier zum Beispiel, die muss richtig gut sein, ne? Also, ich habe heute mal bei BCG hier zugeguckt. Und der war zum Beispiel mal ganz kurz unten in dem Dungeon drin, der war Level 12 und hat dem Viecher nur den 1000er Hit gegeben mit irgendeinem Angriff. Okay. Das ist dann ja schon eine hohe Zahl auf jeden Fall. Also für den Levelbereich definitiv. Er war auf jeden Fall langsam, also er hat auf jeden Fall irgendwie auch so einen Selfie gehabt irgendwie. Thank you.
Aber dieses Single PvP finde ich irgendwie gar nicht so geil, ne? Also ich finde halt tatsächlich echt Castle Siege besser. Also es ist mal ganz nett zuzugucken, um mal das so ein bisschen das System zu testen. Aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel gesehen, die haben gerade mehrere die Bubble bekommen. Ist die Bubble jetzt spielerabhängig, wer mit wem in der Party ist? Naja, wir sind im Raid drin. Ich weiß nicht, ob das irgendwer hier aktiviert hat gerade, zufällig. Wann ist eigentlich immer Castle Siege Zeit? Ist das jeden Tag der gleiche? Die gleiche Zeit, noch gar nicht drauf geachtet. Bombay tatsächlich muss es wohl aktiv sein. Also man kann es wohl ab und zu mal sich einwählen. Es gab wohl Leute, die hatten den Castle Siege Solo. Es gab wohl Leute 5 gegen 5. Glaube ich, richtig einmal getestet wurde es halt nur bei dem einen Wochenendtest, wo es dann hieß zum Sonntag. Also für uns zum Montag mitten in der Nacht hier, pass auf, wir machen jetzt nochmal 3 Stunden Castle Siege Test. Also eigentlich ist es immer so, dass das groß angekündigt wird im Castle Siege sozusagen, dann dementsprechend alle Leute sich zusammenfinden. Die Leute immer die Gilde schon haben und dann halt, weil du es ja nur über die Gilde zujoinen kannst, dass sich so ein bisschen balancetechnisch jeder so ein bisschen abspricht und dann zum Beispiel der große Tribe Deathen und der ehemalige große Tribe zum Beispiel als Angreifer gehen. Und ja, also das ist auf dem EU-Server tatsächlich nicht wirklich passiert. Also da wird man auch immer tatsächlich immer gezwungen, dass man auf den US-Server geht. Weil die machen das aktuell gefühlt irgendwie nur auf den US-Servern. Deswegen, also nach deutscher Zeit waren es wohl schon manchmal aktiv, aber halt immer noch so aktiv, dass man halt, hier zum Beispiel. Also wir können jetzt zum Beispiel Siege starten. Wir werden das jetzt einfach mal genau so machen.